Das Handy bleibt während des Lockdowns aus und gelacht wird im Fahrschulwagen von David Johansen im Moment selten. Seine Schüler fehlen ihm. Dafür geht es im Netz gerade richtig ab. Über 328.000 Fans folgen dem Fahrlehrer aus Bad Segeberg auf TikTok. Seine Lernmethoden mit Humor kommen im Netz sehr gut an. Ja, ja, immer geradeaus. Ey, oh, aufpassen. Schülerchen, was ist los mit dir hier? Rechts von links übersehen oder was? Halt mal hier an bei der Tonne. Halt mal bei der Tonne an. Mach mal den Deckel auf. Guck mal, ob da der neue Bußgeldkatalog drin ist. Dann können wir gleich gucken, was Vorfahrtverstoß kostet, ne? Nee, der ist da noch nicht drin. Wenn ein Schüler bei mir im Auto sitzt, dann muss ich wissen, mit wem sitze ich da? Wie ist er drauf? Ist er introvertiert, extrovertiert? Ja, was hat er für eine Art und Weise? Wie lernt er auch am besten? Das ist ja auch immer wichtig. Und dementsprechend entscheide ich, wie ich mit dem vorgehe. Ne? Und es gibt welche, mit denen kann man am laufenden Band so eine Dinger, oder muss man auch, damit die das merken. Und andere, da bist du eher dann so ein bisschen zurückhaltender, mit was diese Methoden angeht. Ne? Wir wollen mal rechts abbiegen, bitte. Rechts. Genau. Hey, stopp! Steig mal ab. Okay. Siehst du das Schild hinter dir? Ja, da rennen wir dreimal rum. Weißt du, was es heißt? Stopp. Ja, guck mal einer an. Ja, siehst du? Beim nächsten Mal hält gleich an, dann brauchst du auch nicht dreimal rumrennen. Hast du jetzt verstanden, ne? In Bad Segeberg ist David Johansen natürlich stadtbekannt. Viele hier haben ihm den Führerschein zu verdanken. Auch Liz Pollex erinnert sich gut an ihre Zeit im Fahrschulwagen. Also es gibt eine Situation, an die kann ich mich noch ganz genau erinnern. Da habe ich ein Stoppschild überfahren und auf einmal hat das Stopp geschrien und ich bin erstmal mitten auf der Straße auf die Eisen getreten. Es ist ja so, dass man sich an lustige Dinge natürlich mehr erinnert und das sitzen bleibt, im Gegensatz zu negativen Dingen. Oh scheiße, ich habe das wieder falsch gemacht. Und also ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Lernmethode. Und damit die Schüler was lernen, steigt der Fahrlehrer auch zwischendurch mal aus. Womit muss ich hier rechnen? Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Pass auf. Pass auf. Bleib mal stehen. Ich zeig dir mal was. Zebrastreifen, schön langsam fahren. Langsam. Wieso? Hier ist doch keiner. Stopp. Bleib mal stehen. Guck doch mal links und rechts erstmal. Hier kommt nie jemand. Was? Hier kommt nie jemand. Turn ernst? Warte mal kurz. Hast du gesehen, dass da einer kam? Hast du gesehen, da war einer. Ich habe ihn genau gesehen. Die machen dann schon mal Theorieunterricht. 1, 2, 3, 4, 5 Mal sind die dann hier. Dann fangen sie an zu fahren. Aber zu Hause wird natürlich noch nicht so viel gemacht. Ne? Also da ist noch nicht so mit Lernen und so. Und wenn die dann hier auch noch womöglich im entsprechenden Thema gepennt haben, dann kennen sie die Schilder teilweise sogar noch nicht mehr. Und dann stehst du da und was denn hier und so. Und das kenne ich gar nicht so, ne? Also, ja. Dann weißt du natürlich, die kriegst du da auf jeden Fall, ne? 6,8 Millionen Likes hat er für seine Videos auf TikTok schon bekommen. Immer mehr werden auch die Anfragen von Fans aus allen Teilen Deutschlands, die bei ihm Fahrstunden nehmen wollen. Sein Motto: Aus Fehlern lernt man. Schließlich ist er damals selbst durch die Prüfung gefallen. Ich habe tatsächlich meine erste Klasse 3, war das ja damals noch, die habe ich tatsächlich... Bin hier einmal durchgefallen, aber das war auch die einzige in meinem ganzen Leben, wohl bemerkt. Aber ausgerechnet die natürlich, ne? Und trotzdem bin ich heute Fahrlehrer. Die Prüfungsangst versucht David Johansen seinen Schülern so gut es geht zu nehmen und sie psychologisch zu unterstützen. Auch dafür hat er eine geeignete Methode: Tanzen. Geht los. Du hast es drauf.